moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von den Elbküstenanglern. Ja, wir sind heute im Forellenteich Bafendorf, das ganze Team. Heute findet hier ein Event statt mit 400 Kilo Besatz. Ja, wir sind gespannt, wie es heute auf jeden Fall wird. Es ist relativ eng heute, weil hier insgesamt 45 Personen am Wasser sind. Aber das soll uns ja, ich sag mal, nicht die Hoffnung erlischen. Ja, wird schon klappen. Wollte ich gerade sagen. Wir sind da guter Dinge gestimmt. Das Wetter spielt auch mit. Ja, es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar... Wir werden in Zukunft eigene Köder produzieren oder produzieren lassen. Die ganzen Köder werden wir testen. Dann haben wir vom Spoon Runner haben wir verschiedene Spoons mit. Die werden wir nochmal ausprobieren, weil die in Zukunft werden massenhaft dupliziert werden. Und auf jeden Fall werden die Spoons BFF, Baits of Fun, getestet. Und dann schauen wir mal, was so geht. Genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir werden hier auch noch ein paar Drohnenaufnahmen machen und auch allgemein vom Park so ein bisschen mitfilmen. Ja, viel Spaß damit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt. Und abonnieren. Genau. Das ist ganz wichtig. Und bis später. Der Morgen fing gleich richtig gut an. Der ganze Teich brodelte vor Fisch. Olaf, ich bin bei dir drin, glaube ich. Nee, doch nicht. Ah, doch, ich bin bei dir drin. Warte mal. Komm kurz her mit deiner Rute. Zeitgleich hat es bei Matze auch geknallt. Ich stand 5 Plätze weiter rechts, also ich stand auf der 25 und Matze auf der 30. Ja, es war wirklich ein einfaches Inferno nur. Verzeiht uns bitte ein, zwei Kleinigkeiten, und zwar, dass die Zeit und die Zahl oben links im Bildschirm steht und dazu, dass ihr kaum was hört bei der Kamera. Wir haben zwar schon Popschutz, aber irgendwie funktioniert das noch nicht ganz. Wir müssen das auf jeden Fall noch einstellen, konnten wir allerdings vorher nicht wissen. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Zeitgleich hat es bei Matze auch geknallt. Ich stand 5 Plätze weiter rechts, also ich stand auf der 25 und Matze auf der 30. Ja, es war wirklich ein einfaches Inferno nur.
Oh, schon erster Anfasser. Ja. Hier ist jetzt das beste Beispiel. Nicht jeder Fisch oder ich sag mal hier nicht jeder Biss kann auch verarbeitet werden. Also bei Matze war es wirklich so, am Morgen, Matze hatte 5, 6 oder 7 Bisse gehabt und die waren noch kurz dran und sind dann aber gleich wieder ausgestiegen. Haken, alles wurden alles kontrolliert, aber so ist das manchmal beim Angeln. Ne, davon darf man sich nicht blenden lassen, auf jeden Fall. Was, hast du nichts? Oh, da, der Lack, der wollte die haben. Die Sau. Zwei hoch, hast du gesehen? Oh, 200 Kilo, oh, 2 Kilo, wa? Hast du ihn dran? Nee, nee. Jetzt hab ich sie. Alter, ja? Schon wieder. Ja, bei mir auch. Alter, dritter Biss. Das kann doch nicht sein. Dreimal hab ich schon gebissen. Ja, ich hab auch einen gehabt. Jetzt hab ich sie. Jetzt hab ich sie. Komm mal her, mein Fräulein. Ja. Komm. Zack. Schön gebissen, ich bin es raus. Jetzt, zack, und wieder. Oh ja. Der Anton Spezial, der läuft, du. Nein! Ah, die Sau. Ja, der beißt nächste Woche wieder. Ich werfe mich hier wohnen, weißt du? Sag mal, ich weiß, was er gemacht hat. Ja, oha. Und schon wieder ab. Ich glaub's ja wohl nicht. Ja, also ihr merkt auf jeden Fall, so kann es auch beim Angeln sein. 4 Fische hintereinander, die wirklich dran waren und aber gleich wieder ausgestiegen sind. Ja, was soll's, weiter geht's. Das sind hellere Farbe, oder? Ich hab doch genug da. Mach einen anderen ran. Wechseln, ich glaube, ich muss auch wechseln. Ich glaube, ich habe einen scheiß Blatt. Das ist schon nicht schlecht heute, ne? Oh ja. Ja, nochmal, komm. Oh, hast du gesehen? Da kam sie. Noch nix, Alter. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich glaube, ich zupfe mal Gummi durch, Alter. Wo bist du? Da. Geradeaus. Ich werf nur geradeaus. Ja. Ja, die weiß nicht. Jetzt habe ich sie. Oha. Wo ist sie hin? Oh ja, die will. Oha, die will. Die ist gut. Jawohl. Bingo. Danke. Ja, dann kurz nach 10 war dann der Platzwechsel und die letzten 100 Kilo Fisch kamen in den See. Da war es zuerst auch wieder mega gut, aber dann wurden die Fische auch gleich wieder ein bisschen stiller. Wir konnten noch ein, zwei Forellen verhaften, gleich nach dem Clip von Matze. Geht es dann an meine Clips weiter. Genau, viel Spaß. Die hat richtig Bock. Bitte. Dann die hier so im Kreis schwimmen, die hätten vielleicht Bock. Eventuell. Ne? Ja, die sind alle hier homomäßig heute. Oh, der eine kommt hinterher bei mir? Ja. Ah, schade. Hat er gebissen? Ja, hat gebissen. Aber von ihm eigentlich. Ja. Der wollte nicht. Der kam damit nicht.
Oh, Timmy! Toll, das liegt drauf. Auf was hast du gefangen? Grün. Oh, da komme ich hinterher bei dir. Ah, ne, doch nicht, das sind die, die in der Mitte gekreist haben hier. Ah, hab einer. Sehr schön. Aber guck mal, wie knapp, ey. Echt genau vors Maul. So, der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir haben... wie soll ich das erklären? Also ich beginne mal so. Der Morgen war sehr amüsant, war sehr anstrengend. Die Fische, also die Ruten gingen ins Wasser, die Fische gingen überall an die Spoons. Das war Wahnsinn, wie das gebissen hat. Ja. So schnell wie es kam, hat es auch aufgehört. Genau. Ja. Das war super anstrengend. Ich hatte bestimmt 7 Aussteiger. Danach war erstmal Feierabend. Dann wurde 10 Uhr war Platzwechsel. Genau. 20 Plätze wurden geschoben. Dann wurde neu Fisch gesetzt. Dann ging es noch mal eine halbe Stunde, und dem ist echt Sense. Das ist wirklich so, es war super anstrengend. Wir haben viele Spoons getestet vom Spoonrunner. Wollen wir mal sehen, welche wir in Zukunft produzieren lassen, welche nicht. Unsere Spoons haben eigentlich gut abgeliefert, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf allen Spoons wird gefangen. Da wird es in Zukunft definitiv größere Zahl von geben, die ihr käuflich bei uns erwerben könnt. Ja, Grund muss ich sagen, auf Grund lief gar nichts. Null. Ich glaube, mit Bienenmade ging das so einigermaßen bei allen anderen Anglern, ne? Da hat das funktioniert, aber nicht, aber gut, ich würde sagen. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch erfolgreich gewesen. Ich habe jetzt 6 Stück, Matze, ich habe 5. Genau. Und auch die anderen Teamangler haben alle auch so um die 4, 5, 6 Stück. Also im Großen und Ganzen kann man sich nicht beschweren. War ein schöner Tag auf jeden Fall. Ja. Hat Spaß gemacht. Da wird dieses Inferno um 7 Uhr morgens. Das war echt krass. Als die Ruten ins Wasser kamen, du hast überall nur Wellen gesehen. Das war wirklich. Aber echt vorne, muss man sagen. Ja. Was sehr komisch war, dass die Fische am Morgen sehr obernah, Oberflächen da standen. Danach sind sie sehr früh nach unten abgetaucht. Das heißt, du musst das relativ langsam mit dem Spoon führen. Und dann kam auch ein vereinzelt ein paar Bisse. Du konntest sie natürlich nicht so unbedingt sehen. Aber hat schon Spaß gemacht. Anstrengend. Anstrengend war es auf jeden Fall. Ja. Was man sagen kann, gelb, grün, orange, rot. Das lief heute eigentlich nur. Alle anderen Farben, muss ich sagen, ich habe auf Gummi ging gar nichts. Ich habe nicht einen Zupf auf Gummi gehabt, das hat mich sehr gewundert. Ja, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Kommt ein neuer Tag, da geht es wieder los, dann fangen wir mal ein paar mehr Fische. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Entschuldigt bitte, wir haben teilweise in dieser Hektik ab und zu vergessen, den Fisch in die Kamera zu zeigen, aber das ist halb so wild. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Hechtbarsch Zander läuft gerade vorbei. Du kannst immer ein freundliches Winke-Winke machen. Genau. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert uns gerne kostenlos. Genau. Das würde uns sehr unterstützen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Elbkussangler. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.